dich bei Gelegenheit mal einigen unserer Trainingsprogramme. Du musst sie nicht alle in einer Session absolvieren, doch dadurch erhalten wir wertvolle Daten für die Rennstrategie und die Autoentwicklung. Die Scheitelpunkte zu drücken. Sobald du eine passende Position in der Kurve gefunden hast, solltest du herausbeschleunigen.
Also, das Programm ist zwar beendet, aber es war uns keine große Hilfe. Ich fürchte, wir müssen das nochmal machen. Abgeschlossen. Es war wirklich gute Arbeit. Wir haben ein paar wertvolle... Ich weiß, es ist verlockend, sich ganz und gar auf das Rennen zu konzentrieren. Aber wir sollten die Qualifying-Simulation nicht gänzlich außer Acht lassen. Versuche sie vor dem Ende des dritten freien Trainings durchzuführen.
Okay, du warst in dieser Runde nicht gut genug. Versuch es noch einmal. Das sah böse aus. Alles in Ordnung? Sag mir, ob es... Ein interessantes Training. Schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Hamilton, Vettel und Daniel Ricciardo. Danke, dass Sie heute beim freien Training... Das war wohl Pech da draußen. Was glauben Sie, ist schiefgegangen? Sie hatten ein Missgeschick im Training. Wird sich das auf die Qualifying Session oder das Rennen auswirken? Es ist gut, Zuverlässigkeitsprobleme schon im Training anzugehen, nicht wahr? Sie haben sich viel mit der Entwicklung neuer Komponenten beschäftigt, nicht wahr? Klasse, das war dann alles. Ein Glück, dass der Fehler jetzt statt im Rennen auftrat. Behalte die Komponentenverwaltung am Arbeitsplatz gut im Auge.